Hi, ich bin Ilan. Ich vertrete heute das Team der Computerspielschule Stuttgart. Demnächst werden wir in unserem Programm zwei neue Gaming-Rechner aufnehmen. Einen von diesen werden wir heute bauen. Und anhand dessen möchte ich euch heute zeigen, wie man generell einen PC zusammenbaut. Das Gehäuse, das wir heute verwenden, sieht vielleicht etwas anders aus als das, das ihr von zu Hause kennt. Jedoch sind die gleichen Teile an den gleichen Stellen vorhanden und es wird sich nicht auf unseren Bau auswirken. Um das Gehäuse zur Montage bereit zu machen, müssen wir die Vorder- und die Rückseite abnehmen. Die Vorderseite fehlt in diesem Fall. Um an die Rückseite zu kommen, müssen wir das Gehäuse umdrehen. Um unser Motherboard und den Lüfter installieren zu können, müssen wir an die Rückseite des Motherboards kommen. In diesem Gehäuse sind hier Festplattenkäfige angebracht. Diese müssen wir also zuerst herausnehmen. Das Bündel an Kabeln, das ihr seht, verbindet sich direkt mit der Vorderseite des Gehäuses, dem An- und Ausschalter, den USB-Anschlüssen, den Kopfhörer- und Mikrofonanschlüssen und dem Reset-Knopf. Bei den meisten Gehäusen sind diese Schrauben schon vorinstalliert, jedoch müsstet ihr darauf achten, dass diese Schrauben, auf die ihr das Motherboard dann festschraubt, schon vorhanden sind. Das am einfachsten zu installierende Bauteil ist der Arbeitsspeicher, welchen wir in diese vier Steckplätze jetzt einstecken werden. Die Ausrichtung des Arbeitsspeichers ist an dieser Kerbe zu erkennen. Als nächstes werden wir unseren Prozessor installieren. Jedes Motherboard hat diese Schutzkappe, um den Anschluss des Prozessors zu schützen. Diese müssen wir abnehmen, um den Prozessor zu installieren. Jedoch ist zu beachten, dass die feinen Anschlüsse darunter sehr empfindlich sind und diese solltet ihr auf keinen Fall berühren. Um zu erkennen, wie rum ich den Prozessor auf den Sockel setzen muss, ist auf dem Motherboard einmal hier diese Markierung mit der fehlenden Ecke und auf dem Prozessor hier der Pfeil. Als nächstes werden wir den Lüfter installieren. Da unser Lüfter nicht sehr standardgemäß ist und etwas größer ist als der normale Lüfter, den man einfach von vorne anbringen kann, werden wir uns hier an die Anleitung halten. Ich habe jetzt die Halterung des Lüfters angebracht und werde Wärmeleitpaste auf den Prozessor auftragen, da diese beiden Flächen aufliegen werden und wir so viel Wärmeleitung zwischen den beiden Oberflächen haben wollen wie möglich. Wenn ihr einen Lüfter kauft, wird oft die Wärmeleitpaste hier auf den Lüfter schon aufgegeben sein und ihr müsst diesen Schritt nicht befolgen. Die Lüfter schließen wir nun an den angegebenen Schnittstellen an. Sie sind durch die vier Pins und den Plastikzahn erkennbar. Um uns den weiteren Aufbau zu vereinfachen, werde ich nun die Standfüße an die Unterseite des Gehäuses anbringen. Für euch würde das bedeuten, dass ihr das Gehäuse einfach aufstellt. Als nächstes werde ich die Festplatte in den mitgelieferten Käfig und die SSD in diesen Steckplatz einbauen. Als nächstes werde ich das Netzteil an dieser Stelle festschrauben und die Grafikkarte, die bei euch an diesen langen Schnittstellen so angebracht werden würde, an einen Käfig einbauen, den ich gleich mit anschrauben werde. Dies ist die SLI-Brücke, die die beiden Grafikkarten verbindet.
das Verlängerungskabel hier, schließen sich hier an die Unterseite der Grafikkarten an. Jetzt führen wir die Kabel, die an der Front angeschlossen sind, auf die andere Seite. Den Audiostecker für die Frontbuchse, für das Mikrofon und den Kopfhörer schließen wir hier am Audiokopf an. Jetzt schließen wir die USB 2 und USB 3 Anschlüsse an. Wie im Handbuch gezeigt, schließen wir nun die Kontrollmechanismen des Gehäuses an das Motherboard an. Nachdem wir jetzt den Prozessor und den Lüfter, die beiden Grafikkarten und das Netzteil angeschlossen haben, können wir den Rest des Computers verkabeln. Zuletzt müssen wir nur noch eine Strom- und Datenverbindung zu all unseren Geräten aufbauen. Der Strom ist leicht zu erkennen, da es immer verschiedene Anzahl an Pins in zwei Reihen angeordnet sind. Die meisten Stromkabel sind an einem Ende schon am Netzteil angeschlossen und am anderen Ende ist es relativ leicht zu erkennen, wo sie angesteckt werden müssen, durch die Anzahl der Pins. Eine Ausnahme zu den Stromkabeln sind die SATA-Anschlüsse. SATA-Strom, genau wie die SATA-Datenverbindung, sind am Kabel und an den Anschlüssen zu erkennen durch diese L-Form. Hier oben schließt sich. Dies ist die SLI-Brücke, die die beiden Grafikkarten verbindet. Diese versorgt das gesamte Motherboard und den RAM mit Strom. Hier verbinden sich die beiden Datenkabel, die ich an die Festplatte und die SSD angeschlossen habe. Und hier zweimal ein 8-Pin-Strom für die Grafikkarten. Dies ist unsere Rückseite. Ich habe jetzt noch etwas mit Kabelbindern aufgeräumt. Falls ihr immer noch verunsichert seid mit den Steckern, jeder Stecker ist einzigartig, wenn ihr es wie Lego betrachtet, alles gehört dahin, wo es hinpasst. So sieht unser PC jetzt fertig aus. Ich habe noch eine Plexiglasscheibe angebracht und die Rückseite wieder angeschraubt. Wir haben ihn speziell für unsere neue Virtual Reality Brille besorgt und freuen uns schon darauf, ihn in Action zu sehen. Wenn ihr ihn selbst ausprobieren wollt, könnt ihr uns in der Computerspielschule Stuttgart jeden Freitagnachmittag von 14 bis 18 Uhr besuchen kommen. Ich hoffe, ihr fandet das Video interessant und wir freuen uns auf euren Besuch.